Letzte Spuren eines Mythos. Tief aus der Erde geborgen. Dort, wo einst das Hotel Adlon stand. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war es niedergebrannt. Relikte einer großen Epoche. Heute steht das Adlon wieder. Am Pariser Platz, beim Brandenburger Tor. Wie früher. Der Mythos hat überlebt. Ein Mythos über eine Zeit, über auch eine natürlich für uns längst vergangene Zeit, eine Zeit der Eleganz, des Überflusses auch irgendwie. Jeder, der etwas Besonderes erleben wollte, für sich selber, seine eigene Feiern, kam hierher. Das war immer eine Überschrift, der hat abgestiegen im Adlon, abgestiegen, Thomas Mann im Adlon. Asta Nielsen und Marlene Dietrich, Chaplin. Die Stars hatten damals andere Qualitäten, einfach eine andere Star-Qualität. Das heißt, einen Ruf und auch ein Erscheinungsbild, das viel eleganter war. Und das sind die letzten Spuren der legendären Dynastie. Die Villa Adlon in Neufahrland bei Potsdam. Hier hielt er Hof. Der Hotelkönig Louis Adlon mit seiner Frau Hedda, damals das Society-Paar in Berlin. Die luxuriöse Villa mit Seeblick steht noch. Und ihre Wände atmen die Atmosphäre einer großen Zeit, der goldenen 20er Jahre. Die Männer im Frack und im Zylinder und weißen Schal, man sieht die Tänze, man hört die Tänze auch aus den 20er Jahren. Ist es eben ein Name, die sofort solche Bilder hervorruft in einem? Die Berliner Gesellschaft gab sich auch hier bei Adlons Zuhause die Klinke in die Hand. Staatsmänner und Maharajas, Künstler und Bon Vivants. Alles, was Rang und Namen hatte, war zu Gast in der Villa. Das Motto der Familie, Adlon oblige, Adlon verpflichtet, in Marmor gehauen am Kamin. Die dramatische Geschichte der Dynastie und ihres Hotels zeigt, wie kaum ein anderer Ort in Berlin, das ganze Ausmaß des Glanzes, der Zerstörung und des Wiederaufbaus von Europa im 20. Jahrhundert. Der Eingang ist heute wieder an derselben Stelle wie damals. Alte Grand Hotels haben immer etwas Unwirkliches, Geheimnisvolles. Irgendwie sind sie der Zeit enthoben und regen die Fantasie an. Orte der Träume. Man fühlt sich in andere Zeiten oder auch in ein anderes Leben versetzt. Viele Schriftsteller und Künstler hat das fasziniert und sie lebten ständig im Hotel. Geschichte und Geschichten. Im Hotel vermischt sich beides und im Adlon besonders. Damals wie heute. Mit dem Gründer Lorenz Adlon fängt alles an. Der Selfmade Man aus Mainz hat hochfliegende Pläne. Mit Restaurants und Cafés im Berliner Zoo macht Adlon kurz nach der Jahrhundertwende ein Vermögen. Er hat was unternommen und hat eine gute Nase gehabt. Und muss ein begnadeter Betreiber gewesen sein, weil wenn wir über erfolgreiche Restaurants reden, normalerweise ist das ja kein so großes Geschäft. Ja, man muss das schon wirklich können. Und er als nicht gelernter Gastronom hat da wirklich eine Glanzleistung hingelegt. Und hat ja alles finanziert über die Gastronomie eigentlich. Und Lorenz Adlon weiß, wie man der besseren Gesellschaft eine Bühne baut. Und das ist dann offensichtlich etwas, an dem Adlon gewachsen ist. Indem er in diese Gesellschaftskreise reinkam, wusste, wie die sich benahmen, welche Vorlieben, welche Schwächen sie hatten. Und er konnte sich der Sache sehr gut anpassen. Und das ist ja für ein Hotelier von größter Bedeutung. Und er umgarnt Kaiser Wilhelm, der schon bald auf das Hotelprojekt aufmerksam wird.
Es soll am Brandenburger Tor stehen und ein Aushängeschild für Berlin werden. Er will ja diese Adresse haben, ja, unter den Linden 1. Das ist eine Adresse, für die bezahlt man sehr viel Geld. Da ist aber ein Bau von Schinkel. Und da wohnte die Familie von Rädern. Und der Rädern wird, naja, mit sanftem Druck des Kaisers überzeugt. 1904 entstehen die ersten Pläne und Modelle für den Hotelpalast. Wir haben die Genehmigung für die vierte Etage des Hotels bekommen. Seine Majestät hat von seinem Fassadenrecht Gebrauch gemacht und uns den Rücken gestärkt. Schau doch mal, Schatzerl, was für ein Prachtbau das ist. Die besten Architekten werden angeheuert. Sie entwerfen eine Traumvision. Träume können teuer sein, sehr teuer. 17 Millionen Goldmark werden der Bau und die luxuriöse Ausstattung kosten. Etwa 350 Millionen Euro nach heutigem Geldwert. Um ein Haar geht dem ehrgeizigen Lorenz Adlon die Puste aus. Woher wissen Sie, dass bei uns die Mittel knapp werden? Vater, das ist Stadtgespräch. Ich denke, es wäre an der Zeit, mir die Kosten offenzulegen. Es kostet, was es kosten muss. Schließlich soll das Hotel alles Dagewesene in den Schatten stellen. Luxus pur. Feinster Marmor, edelste Stoffe, teuerstes Porzellan. Der Kaiser höchstpersönlich ebnet Lorenz Adlon den Weg für die Bewilligung hoher Kredite. Das neue Hotel soll der Gegenentwurf zum unbequemen Stadtschloss werden, das Wilhelm II. Nur den alten Kasten nennt. Ziemlich verstaubt und schwer heizbar. Ein bisschen geniert sich der Kaiser deshalb vor seiner internationalen Verwandtschaft. Es gibt kein Gästehaus oder ein Reichsgästehaus oder ein kaiserliches Gästehaus. Und wir haben das Adlon so etwa in dieser Rolle zu sehen. Und er wollte zeigen, wie modern sein Land, sein Reich ist, wie modern der Gast untergebracht wird. Es war glänzend von schon vom Eingang her, diese Treppe, dieses Foyer. Es war eine andere Welt. Jedes Zimmer hatte Bad und Telefon. Das gab's nicht zu der Zeit. Der Kaiser ist begeistert. Und mit ihm Adlige und Großbürger, die ihre Winterpalais in Berlin verkaufen, um während der Ballsaison in den Suiten des Adlon zu residieren. Hier haben wir die Fürstensuite, Eure Majestät, für unsere ehrenwertesten Gäste. Sabrapaut! Majestät, ich darf mit Stolz melden, dass von den 305 Zimmern im Adlon die Hälfte mit einem eigenen Baderaum ausgestattet ist. Sabrapaut! Das ist eine Kulturtat, mein lieber Adlon. In Zukunft werde ich mich wohl für mein allwöchentliches Bad hierher bequemen müssen. Dann fasse er das mal an. Kein Wunder, dass man sich in meinem Stadtschloss die Grippe holt. Also er war ja kaisertreu bis auf die Knochen. Was man verstehen kann, menschlich verstehen kann, denn seine Entwicklung, sein Name und alles, was an ihm hing, war ja mit dem Kaiser verbunden. Unser Fahrstuhl, Majestät, führt in jedes Stockwerk. Bitte schön. Das Personal war so geschult und so ausgewählt, dass alles, was im Haus passierte, nicht nach außen dringen durfte. Das heißt, man konnte sich zurückziehen. Das spanische Hofzeremoniell galt bei Adlon nicht. Und es war eine vertraute, intime Atmosphäre, die nicht nach außen drang. Und tatsächlich, niemand erfährt jemals, wer sich zum Schäferstündchen in den Suiten des Hotels trifft oder wann und mit wem sich womöglich der Kaiser selbst hinter die dicken Türen zurückzieht. Der russische Zar Nikolaus II. Und König Georg V. kommen ins Adlon. Der Kaiser bringt gern Gäste aus seiner weit verzweigten europäischen Verwandtschaft im Adlon unter.
Zum Beispiel bei der Hochzeit seiner einzigen Tochter Victoria Luise mit Prinz Ernst August von Hannover im Jahr 1913. Das letzte Familientreffen des europäischen Hochadels vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und damit ist Adlon Mittelpunkt dieser Veranstaltung, dieser höfischen Repräsentanz, dieser glanzvollen Repräsentation. Das war der Adelsschlag. Wohin auch die Zeitläufte Deutschland treiben, das Adlon in Berlin ist immer mittendrin. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen! 1914 ziehen Truppen durch das Brandenburger Tor und am Hotel Adlon vorbei in den Kampf. An die Front in Flandern und vor Verdun. Der Erste Weltkrieg ist bald in vollem Gang. Im Adlon aber wird getafelt, wie eh und je. Obwohl Berlin ansonsten hungert. Jetzt lassen die Schieber und Schwarzmarkthändler auftischen. Die meisten Angestellten des Hotels sind vom Kriegsdienst ausgenommen. Dabei hat wohl auch der Kaiser seine Hand im Spiel. Das Adlon jedenfalls bleibt eine Insel. Dann kommen die Truppen nach Hause, werden unter den Linden mit weißen Taschentüchern begrüßt. Der Krieg ist verloren. In der Stadt herrschen Armut und Hunger. Eine Ära geht zu Ende. Das Kaiserreich ist dem Untergang geweiht. Die Träume von der deutschen Weltmacht sind ausgeträumt. Im Adlon wird das noch verdrängt. Es wird einfach weiter gefeiert. Kennst du den Pianisten? Was willst du denn von dir? Er hat doch nichts. Das ist die Zeit des armen Gigolos, also des abgehalfterten Offiziers, der ja nichts außer Offiziers gelernt hatte. Sie hatten die gesellschaftliche Aufgabe, Damen, die zum Tanztee kamen, auf der Tanzfläche zu bewegen. Was daraus weiter geworden ist, wissen wir nicht. Die Tanztees im Adlon werden zur Legende. Und die Gigolos zur erotischen Rettung so mancher Kriegerwitwe. Der Bruch war eigentlich, der große Bruch war mit der Weimarer Republik. Arbeit und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Im Januar 1919 ist in Berlin Bürgerkrieg, Militär gegen Kommunisten. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind ermordet worden. Manchmal fliehen verletzte Aufständische sogar ins Adlon. Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Lorenz Adlon, der Kaisertreue, weigert sich wahrzunehmen, dass seine Welt nicht mehr existiert. Kreti und Pleti nehmen jetzt den Weg durch die Mitte des Brandenburger Tors, die doch immer für den Kaiser reserviert war. Genau dort, direkt vor seinem Hotel, wird er von einem Militärlastwagen erfasst und stirbt an den Folgen des Unfalls. Die neue Zeit kostet ihn das Leben. Die goldenen 20er Jahre beginnen damals gerade. Berlin vibriert. Lorenz Adlon hätte seinen Spaß daran gehabt. In den 20er Jahren hat sein Sohn hier eigentlich wie die Made im Speck leben können, was er dann auch, glaube ich, genossen hat. Ja, das war eine schöne Zeit. Louis Adlon wird Nachfolger seines Vaters. Er lässt sich nicht Generaldirektor nennen, sondern Patron. Das passt besser zum Familienmotto Adlon oblige, Adlon verpflichtet. Und das Adlon mischt kräftig mit beim Tanz auf dem Vulkan, der jetzt in Berlin beginnt. Überall wird Charleston getanzt. Im Adlon gibt es Wettbewerbe. Wer hat die schnellsten Beine?
Es ist die große Zeit der Ballhäuser, der Nachtclubs, des Jazz, der Revuen und Varietés, die sich mit Sensationen gegenseitig überbieten. Internationale Stars kommen nach Berlin. Josephine Baker feiert Triumphe mit ihrem Bananentanz und steigt natürlich im Adlon ab. Und dort trifft sich auch die geistige Elite der neuen Weltstadt. Künstler wie Max Liebermann, Autoren wie Gerhard Hauptmann, Forscher wie Albert Einstein. Louis Adlon, der seit 20 Jahren mit seiner Frau Tilly verheiratet ist und mit ihr 5 Kinder hat, verliebt sich. Natürlich in einen Hotelgast. In die Deutsch-Amerikanerin Hedwig, genannt Hedda. Sie war da eines Silvesterabends und blieb dann. Die Berliner Gesellschaft hat ihren Skandal. Und die selbstbewusste Hedda ihren Triumph. Die erste zog weg nach Charlottenburg und es gab dann einen Boten, der monatlich die Apanage in bar überbrachte. Er ließ sich ja dann auch scheiden und heiratete diese Dame. Als seine zweite Frau musste sie schon wirklich ihren Mann stehen, weil die Anfeindungen waren immens gewesen. Und Hände! Die Villa in Neufahrland hat Hedda mit in die Ehe gebracht und macht sie jetzt zur privaten Dependance des Hotels. Mit der Zeit hieß es, man geht zu Louis und Hedda Adlon und dann wusste sie, sie hat es geschafft. Ne? Und so werden sie zum Society-Paar der Epoche. Die Villa Adlon lässt Hedda genauso luxuriös ausstatten wie das Hotel. Sie ist am Ziel ihrer Träume. Und immer gilt, was in Marmor gemeißelt über dem Kamin steht. Adlon oblige, Adlon verpflichtet. Das ist eigentlich ein Wortspiel. Noblesse oblige, Adel verpflichtet, Adlon verpflichtet. Man hat schon da ein bisschen Richtung Kaiserpalast geschielt, bin ich ganz sicher. Ein bisschen ist das Adlon auch heute wieder Hofhotel. Noch immer werden hier gekrönte Häupter und Präsidenten untergebracht. Ein eigener Butler steht ihnen zur Verfügung. Königin Elisabeth von England hat hier ebenso genächtigt wie Beatrix der Niederlande und der Dalai Lama, der immer pünktlich um 5 Uhr früh sein Frühstück serviert bekommt, um dann meditieren zu können. Die thailändische Königin Sirikit besitzt sogar Anteile an dem Konzern, dem das Adlon heute gehört. Die Tradition geht weiter. Das Heiligtum des Hotels, das Gästebuch. Charlie Chaplin trug sich ein, nachdem die begeisterte Menge vor dem Hotel ihm die Hosenknöpfe abgerissen hatte. Der Stummfilmstar Harold Lloyd verewigte sich. Der Dirigent Arturo Toscanini kritzelte Noten in das Buch. Und für die Theaterlegende Max Reinhardt war das Adlon eine große Bühne. Das wird wahrscheinlich auch nie wiederkommen, wo es einen Kraus, einen George, einen Jannings, einen und so weiter gab. Also nebeneinander, Nielsen, Polanegri und so weiter, solche Frauen. Menschen von einer Eleganz, von einer Sprache, die wirklich noch anders war, nicht? Silvester 1929 im Adlon. Es leuchten die Sterne, spielt das Orchester. Im Ballsaal und in der Bar des Adlon ist nichts zu spüren von den Problemen draußen. Von Armut und Massenarbeitslosigkeit. Von der zunehmenden Radikalisierung der Gesellschaft. Neun Monate später werden die Nazis bei den Reichstagswahlen die ersten Erfolge einfahren. Auch unter den Linden werden sie immer sichtbarer.
1933, als Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt wird, führt der Fackelzug auch am Adlon vorbei. Hedda spricht später von einem unheilvollen Feuerstrom, der sich ins Herz der Stadt ergoss. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Erst 7 Jahre später wird das Ehepaar Adlon der NSDAP beitreten. Wahrscheinlich wollen sie auf Nummer sicher gehen und nicht anecken. Die Straße unter den Linden ist jetzt Prachtallee der Nazis. Und das Adlon wieder mal mittendrin. Es war ein Fahnenmeer. Mehr Hakenkreuzfahnen als Linden. Hakenkreuzfahnen überall, auch am Adlon. Louis Adlon war den Nazis eigentlich nicht so besonders aufgeschlossen, weil er ein Konservativer war. Er trat zwar in die NSDAP ein, konnte seine Position aber deshalb behalten, weil natürlich die internationale Presse und die Internationalität dieses Ortes auch in den 30er Jahren gewahrt blieb. Und das war es ja auch, was die Adlons überhaupt nicht kompatibel, so kompatibel machten mit dem ganzen Nazireich. Das war nicht ihre Welt, das war nicht ihre. Da wollten sie auch gar nicht hin. Die Nazi-Spießer tummeln sich anderswo in der Stadt. Aber die Stars, die dem Regime nahestehen, kommen trotzdem. Heinz Rühmann, Leni Riefenstahl, Emil Jannings. Manchmal hält Außenminister Ribbentrop Hof im Adlon. Den anderen Nazi-Funktionären ist das Hotel wohl zu international. Und bald muss die französische Speisekarte auf Deutsch verfasst werden. Auf den Straßen Berlins beginnen antijüdische Hetze und Gewalt. Die Adlons, die viele jüdische Freunde haben, beobachten das mit Abscheu. Das ist einfach bezeichnend, dass Hitler das Adlon gemieden hat wie die Pest. Es ist bekannt, dass Louis Adlon 33 jüdischen Lehrlingen die Lehre bescheinigte, nach 2 Jahren, obwohl 3 Jahre nötig waren, weil er genau wusste, sie brauchen diesen Schrieb, um Deutschland verlassen zu können. Raphael, du wolltest dein Zeugnis abholen. Und du willst uns wirklich verlassen? Warte doch wenigstens bis nach der Olympiade. Wir brauchen hier jede Hand. Ich wäre gern geblieben, Herr Patron. Aber mein Vater besteht darauf, dass ich Deutschland sofort verlasse. Muss ich dir wohl oder übel eine gute Reise wünschen, ne? Für alle Fälle. Mazel Tov. Danke, Patroness. Hier, dein Zeugnis. Viel Glück in Brasilien, Junge. Danke, Patron. Mach's gut. Pass auf dich auf. 1939. Der Zweite Weltkrieg kommt. Hitler greift Polen an mit Kampfflugzeugen und Panzerdivisionen. Der Krieg nimmt seinen Lauf. Erst einmal weit entfernt. Dann erreicht er Berlin. Aber der Betrieb im Adlon geht selbst während der Angriffe weiter. Die Bombenangriffe kamen. Der erste auf Berlin war im August 40. Und es gab dann ein besonderes Programm für die Ministerien und für die Botschaften, die Bunker bekamen. Und da war das Adlon mit drin. Der Bunker war sicher. Da waren sie alle drin, in dem Bunker. Wer es geschafft hatte, in den Adlon-Bunker zu kommen, wusste er, ist erstmal in Sicherheit. Also Professor Sauerbruch, Gustav Gründgens und. Im Adlon-Keller waren sie alle gleich. Es war
schon sehr luxuriös, also angepasst an den Stil, an die Möglichkeiten, die das Adlon bot, dass man die auch dann im Bunker wiederfand. Das war alles unbekannt eigentlich, wer rein durfte und wer nicht rein durfte. Da wurde dann zugemacht und so. Tatsächlich bleibt das Adlon wie durch ein Wunder bis zum Ende des Krieges unversehrt. Während der Schlacht um Berlin gab es in der Reichskanzlei einen Bunker und in den Kellern, dort waren Verwundete. Die wurden dort herausgenommen und wurden ins Adlon gebracht. In das Erdgeschoss, nicht in die Zimmer. Wohin damit? Oben in den Zimmern wohnen auch jetzt noch prominente Gäste wie Herbert von Karajan und der Prinz von Preußen. ...1945 brennt es rund um das Hotel. Das Ende des Krieges ist da. Und auch das Ende des Adlon. Da kamen ja die Russen, die das auch in Beschlag nahmen. Und die haben da in den Kellern wohl unten irgendwie sich ein bisschen Mut angetrunken. Auch Friedensfreude, ne? Ein brennendes Streichholz oder eine achtlos weggeworfene Kippe, gerade dieses Stroh und die Holzwolle, die ja furchtbar schnell brennt, in Flammen aufgegangen sein und ein Schmelbrand hat das Hotel dann vernichtet. Der Hauptflügel des Adlon mit der Halle, dem Restaurant, den Zimmern und Suiten brennt vollständig aus. Die Uhr, die wir gefunden haben, ist stehen geblieben zu der Zeit, wo das Hotel abgebrannt ist. Die Flaschen sind geschmolzen. Die gebrochenen Tassen, Teller, der Koffer, wo noch Geschirr für die Flucht vorbereitet war, den ich ausgebuddelt hatte, wo dann noch die Schnalle übrig war und das Geschirr noch schön sortiert. Plötzlich lebte das auf. Bilder lebten auf. Dass wir uns wiedersehen. Berlin war ein Trümmerhaufen, ein riesiger Trümmerhaufen. In Berlin war überhaupt kein Überleben möglich, deswegen sind Hedda und Louis Adlon nach Neufahrland in ihre Villa zurückgefahren, als es noch ging, als die AWOS noch offen war. Und eine Hausbedienstete muss sich in Gegenwart der Russen folgendermaßen geäußert haben. Das Haus gehört Herrn und Frau Adlon. Er ist Generaldirektor vom Hotel Adlon. General? Wo ist General? Generaldirektor, verstehen Sie? Vom Hotel Adlon. General! Und das Generaldirektor hat gereicht, um Louis Adlon auf der Stelle verhaften zu lassen. Man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Generaldirektor, das war General für die russische Besatzungsarmee, der so langsam sich vorgekämpft hatte. Nein! Nein, Louis! Dabei, pass auf! Louis! Na, Maschino! Nein, Louis! Komm! Der Krieg ist nein, vorbei! Nein! Ich komm bald vorbei! Der Krieg ist bald vorbei! Louis, bleib bei mir! Ich komm zurück! Nein, das darf ich nicht! Tagelang sucht Hedda Adlon ihren Mann verzweifelt und findet schließlich seinen Leichnam. Wie Louis Adlon gestorben ist, wird sich nie klären lassen.
Was hat das Schicksal jetzt mit dem Mythos Adlon vor? Was ist von dem Hotel geblieben? Es lag natürlich in Ostberlin, in der russischen, in der sowjetischen Besatzungszone. Und es existierte nur noch ein Teil, ein Flügel des Adlon. Der Mythos hat es selbst über das Kriegsende getragen. Man machte da sofort ein Hotel auf oder eine Zentrale für die alliierten Besatzungstruppen. Da haben dann also nicht nur die Russen, die da in der Adlon wieder provisorisch eingerichteten Adlon-Bar einkehrten. Es waren noch die Amerikaner, Engländer und Franzosen. Also das Adlon war von vornherein so, dass die ganze Fassade noch stand und man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sah, dass es innen ausgebrannt war. Der Eingang war Wilhelmstraße, da musste man erst durch einen Flügel, der abgebrannt war. Dann kam man unter einem zweiten Seitenflügel hindurch, der auch abgebrannt war. Und erst der dritte Seitenflügel war nicht abgebrannt und der bildete dann damals das Hotel Adlon. Also einer von den Seitenflügeln. Eigentlich als Page musste man alles machen, machte auch alles. Dann kam die Kochzeit. Die war sehr interessant, weil es nichts zu kochen gab. Dieses Bestreben, an dem Alten irgendwann an einem Punkt festzuhalten. Und die Leute, die man versuchte zu gewinnen, also zum Beispiel Bertolt Brecht, der ja nun aus Amerika kam, der ja diese Welt noch kannte, sollte ja auch nicht geschockt werden, sondern er sollte in diese Welt, wo die Pagen, wo die dicken Teppiche, wo die livrierten Diener, wo die Kellner noch mit dem Frack waren, nicht, das waren solche Inseln. An ein Gericht kann ich mich erinnern, das war Omelette Surprise. Und zwar war das Wasser mit Mehl in dieser Pfanne da auf offenem Feuer, rumgedreht, natürlich mit Schwung. Und dann hatten sie für 5 Gramm Zucker rübergestreut und inzwischen hatte er den Feuerhaken in die Glut gemacht und dann mit dem glühenden Feuerhaken da das abgebrannt da. Und das duftete und war herrlich und das hieß dann Omelette Surprise und war praktisch für 10 Gramm Mehl und 5 Gramm Zucker. Inzwischen ist die DDR gegründet worden. Vor den Toren des restlichen Adlon spielen sich auch die Ereignisse des 17. Juni 1953 ab. Der Aufstand soll die Ignoranz der Staatsführung gegenüber der Arbeiterklasse brandmarken. Dann brannte ein Kiosk und dann kam die T-34, die Leipziger Straße, herauf. Und es fielen auch Schüsse und einige warfen Steine auf die Panzer. Der Aufstand wird gewaltsam niedergeschlagen. Aufbau, 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 freie deutsche Jugend, bau auf. Unbeirrt fährt die DDR-Führung weiter ihren Kurs. Im Adlon hört man jetzt die Chöre der FDJ-Aufmärsche. Der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht wird den Ostteil der Stadt abriegeln, weil immer mehr Menschen in den Westen gehen. Im Sommer 1961 lässt er eine Mauer quer durch Berlin bauen. Das Hotel Adlon, immer noch in Betrieb, liegt jetzt ganz nah am Todesstreifen. Die Fenster in Richtung Brandenburger Tor, das heißt in Richtung Mauer, waren zugemauert. Weil man wahrscheinlich direkt dahinter, das war ja Wilhelmstraße, das war ja direkt der Todesstreifen, wahrscheinlich weil man also eventuell auf den Todesstreifen gelangt wäre, beziehungsweise was man ja auch nicht unbedingt wollte, dass man die Lichter im Westen so unbedingt sieht. Den Mythos gibt es tatsächlich noch. Hotel Adlon, Rezeption, wunderschönen guten Tag. Manchmal verbringen Ostberliner ihre Hochzeitsnacht in dem Hotel. Wir waren fast die einzigsten Gäste, die 20er Jahre atmeten in unserem Zimmer, in dem wir da genächtigt haben.
schöne Betten natürlich und Decken und dicke Teppiche und Volants. Also alles, was dazugehört, war im dritten Flügel noch da. Man hatte da noch das Adlon. Weiter geht die Zeit. Trotz anderslautender Propaganda geht es bergab mit der DDR. Und auch mit dem, was sich jetzt noch Adlon nennt. Schließlich gibt es auch Konkurrenz. Neue, moderne, damals heißt es fortschrittliche Hotels entstehen. Die Zeit des Adlon ist endgültig abgelaufen. Und auch das Innere des Hotels hatte also mit Glanz und Gloria überhaupt nichts zu tun, eher das Gegenteil, weil auch der Frühstücksraum, das war, ich sag mal, dieser Mitropa-Standard. Ich kam in das Hotel Adlon, weil ich zu dem Zeitpunkt als DDR-Bürgerin mich in einen Westdeutschen verliebt hatte. Und in Berlin konnte man sich praktisch tagsüber treffen, in Ost-Berlin, ja, weil da gab es ein Tagesvisum für die Westdeutschen. Deswegen war ich im Hotel Adlon, weil es auch von der Lage her sehr günstig war, weil es war ja in der Nähe vom Checkpoint Charlie, wo mein jetziger Mann immer rüberkam. Und dann kam ja dieses Programm zur Verschönerung der Grenze. Und dann wurde im Rahmen der Aktion Verschönerung der Grenze das Adlon gesprengt. Eröffnet 1907 hat das Adlon das Kaiserreich erlebt, hat die Weimarer Republik, die hat Nazi-Deutschland erlebt und im Neubau, in der Replik, in Neuschöpfung ja auch die Bundesrepublik. ...1989 fällt die Mauer. Bevor Hedda Adlon in den 60er Jahren starb, hatte sie gesagt, wenn Ost und West wieder zusammengehören, soll das Adlon dort wieder aufgebaut werden, wo ich die glücklichsten Jahre meines Lebens verbracht habe. Im Herzen Berlins, unter den Linden Nummer 1. Und so sollte es kommen. Als wenn die Sonne aufgeht. Nicht? Jetzt ist es wieder da. Die französische Botschaft ist dort, wo früher die französische Botschaft war. Die amerikanische Botschaft ist dort, wo früher die amerikanische Botschaft war. Man ist wieder am historischen Ort. Man ist wieder eingebunden. Die Wilhelmstraße als Machtzentrum wird nicht mehr entstehen, aber ein Rest dieses alten Gefüges ist da. Und in dieses alte Gefüge passt sich das Adlon meiner Meinung nach sehr gut ein. Das Adlon heute hat auch sehr viel von den ersten Tagen gezehrt. Der Stil ist da, das ist nicht mehr sehr stark zu verändern und keiner will es auch mehr groß verändern, sondern man will ja das erhalten, was da war. Wenn man ankommt und was einem wirklich auffällt, ist diese ganz besondere Betreuung am Eingang. Nicht das ganze Personal, was davor, das gibt es in wenigen Hotels, nicht? Und das ist irgendwo, da kann man sich noch vorstellen, ja, das geht jetzt innen so weiter, nicht? Und es geht nicht ganz so weiter, nicht? They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear, that it's all just a little bit of history repeating. Ein Mythos lässt sich nicht einfach so wiederbeleben. Aber die Stars haben ihren Koffer in Berlin wieder im Adlon stehen. Ob Angelina Jolie oder Michael Jackson.
Das Personal wird wieder unter dem Motto Adlon oblige ausgebildet, Adlon verpflichtet. Diskretion ist Ehrensache. Und kleine Sonderwünsche der Gäste werden gern erfüllt. Was mich wirklich zum Schwitzen gebracht hat, war ein Tuning eines Mercedes innerhalb von 24 Stunden. Und wir hatten einen Gast aus Saudi-Arabien, hatte hier seine Mercedes abgeholt und leider fuhr er in die Garage und parkte neben einem anderen Mercedes. Und dieses Auto war schöner als seine. Und dann rief er mich runter und sagte, ich will mein Auto genau so haben. Das Problem war, dieses Auto musste aber 24 Stunden später in Bremerhaven sein, bei der Firma Hams, und nach Jeddah verschifft zu werden. Und damals war in Berlin noch 98, waren noch keine Firmen, die Auto getunt hat. Wir haben das Auto nach München gefahren, wurde über Nacht getunt, auf Hochtouren und nach Bremerhaven. 60.000 D-Mark hat das gekostet, zusätzlich. Aber der Gast war total zufrieden. Aber ich habe wirklich geschwitzt, muss ich ganz ehrlich sagen. In manchen Momenten ist sogar der alte Kaiser plötzlich ganz präsent, der so stolz auf sein Adlon und all die modernen Errungenschaften war. Im neuen Adlon soll der Gast wieder König sein, ganz wie in alten Zeiten. Der Unterschied zur großen Vergangenheit: Das Hotel wird nicht mehr von einer Familie geführt. Aber die Namensträger, die heute in den USA leben, schauen ab und zu noch vorbei. Der Filmregisseur Percy Adlon ist der Urenkel des Hotelgründers. Sein Sohn Felix hält heute eine Rede auf den aktuellen Generaldirektor. So eine Nachfolge wie Sie zu haben, davon hat mein Ururgroßvater geträumt. Er würde Ihnen voller Stolz auf die Schultern klopfen und sagen, weiter so, Herr Generaldirektor. Und dann würde er, der Herr Patron, wohl doch lieber noch einmal selbst nach dem Rechten sehen.